Keine Ahnung, auf jeden Fall kann man sich diese Sache in Minecraft zunutze machen. Man findet hier eine scheiße Menge. Eigentlich findet man auf dieser Höhe alle Rohstoffe. Es ist scheißegal, es muss keine Lava bei. Es kann, Redstone kann hier selbst liegen, auch wenn keine Lava in der Nähe ist. Das ist schon sehr genial. Ich nehme jetzt nicht die ganze Kohle mit, die interessiert mich nämlich wirklich nicht bei meiner Grabung hier. Siehst du, mach ich mir gleich erstmal kurz ein paar Fackeln. Halleluja. Lava findet man natürlich auch auf dieser Höhe sehr toll. Bloß nicht hier reinfallen. Bloß nicht, ey. Fick dich. Ah, jetzt aber Gravel hier die ganze Zeit. Oh Gott. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ich gehe erstmal nochmal in die anderen Richtungen. Also, da habe ich jetzt keine Lust, mich dauernd durch Gravel zu graben. Deswegen gehen wir einfach mal ganz schnurstracks hier lang. Lalala. Zack, zack, zack. Bevor ich jetzt die verliere, mache ich mir kurz. Sind rechtlich in Sticks ein paar Fackeln. Ja, und ich habe fast mein ganzes Holz für diese scheiß Leitern draufgehen lassen. Ist echt heftig. Hab ich überhaupt eine Schippe? Schippe, Schippe, Schippe? Ne, ich habe keine Schippe. Na gut. Haben wir eben keine. Müssen wir eben hier mit durchgraben. Ich weiß, ich auch heute in zwei Parts aufnehme, umso schneller. Aber das wollte ich euch eben zeigen, wie das jetzt funktioniert und so. Und da haben wir Redstone. Brauchen wir Redstone? Ich überlege gerade. Ich glaube, den baue ich später erst ab. Den lasse ich jetzt erst nochmal da drin. Weil der interessiert mich jetzt gerade, glaube ich, weniger als die anderen Rohstoffe, die hier auf dieser Höhe sein können. Wir werden die Gänge auch nochmal einen Block tiefer machen, weil da haben wir noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir auch noch andere Rohstoffe noch ein bisschen... Oder finden Caves, Alter. Oh, Schnieke. Eisen. Das reißen wir uns mal kurz auf der Wand. Lala. Yep. Oh, Eisen. Oh, Eisen. Und Lava. Ahahaha. Nee, lass mich raten. Wir sind jetzt sicher echt in den Kreis gegangen. Nee, sind wir nicht. Hier ist der Redstone. Mir egal, ich bleib jetzt auf dieser Höhe hier, weil ich will hier so da. Überall diese scheiß Erde. Helm schon nicht mehr richtig nachlädt, bauen wir mal selber Fackeln hin. So, na, 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 Erde, 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 noch mehr Erde. Gut, da geht es nicht mehr mit Erde weiter, schön. Geht es mich wieder ein bisschen zügiger mit meiner Redstone. Ich baue den später ab, der brauchst du scheiße langsam abbauen, deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal drin. Brauchen wir auch noch nicht, weil wir noch kein Minecraft-System oder so gebaut haben. Oder bauen zu planen. Geplant haben zu bauen, muss ich erst noch ein bisschen, wenn ich so auf Screen, also nicht mit euch zusammen zocken, also ein bisschen so in meiner eigenen Welt, Singleplayer-Welt rumprobieren, damit da auch was Vernünftiges bei rauskommt und nicht irgendein komischer Scheiß, so nenne ich es mal. Fackel. So, weg damit kurz. Und weiter geht's da durch. Ich quatsche gerade ein bisschen wenig, aber es gibt gerade auch nicht so viel zu bequatschen. Aber jetzt irgendwie gerade keine Rohstoffe mehr finden, das stört mich so ein bisschen. Deswegen grabe ich jetzt mal überall eins tiefer. Das kann ja auch passieren, dass irgendwo noch hier drunter was liegt. Kann ja sein, dass hier irgendwo noch drunter irgendein Rohstoff... Haha, seht euch... Wusste ich's doch, dass die Scheiße sich so verbirgt. Verbirgt. Birgt, so. Und wenn findet man hier meistens eine ziemlich große Masse an Rohstoffen, das ist immer das Heftige.
wieder raus, so. Okay, ja, das war jetzt kein schönes Standbild. Ich hoffe, es wird nicht wieder asynchron jetzt. Das ist nämlich das Problem. Das war ich in Let's Show und das war nicht gut. Es war nämlich am Ende ziemlich asynchron. Ja, es lag nicht nur an YouTube. Ich habe es doch schon vorher ein bisschen bemerkt. Aber ich konnte auch nicht großes dran ändern. Das ist das Problem. Oh, schön durchgraben. Ich hoffe, wir finden mal irgendwas. Normal findet man hier mehr, aber ich weiß nicht, warum wir jetzt so wenig Rohstoff finden. Ist wohl gerade so. Oh, wir sind schon an unserem Gang vorbei. Na gut. Gehen wir noch bis zu der Lava hin. So, warte mal, wo war die Leiter? Die ist hier. Dann gehen wir nochmal in die Richtung. Oh, jetzt sind drei hohen Gang. Da findet man ja vielleicht eher was. Zack, 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 zack. Oh, wir finden wieder ein Cave. Hey, ist auch nicht schlecht. Das schadet auch nie. Warte mal. Ich habe gerade das Gefühl, es wäre irgendwie im... Ja, das ist... Der Cave verzweigt sich hier. Aber ich will an das Eisen da oben dran. Wie hilft sich ein Minecrafter? Er baut das Eisen einfach ganz cool ab, indem er sich da drunter stellt und wartet, dass es auf ihn herabrieselt. Irgendwo noch Eisen drin. Hallo. Ahaha, kann sich nicht verstecken. Siehst du doch, da ist, das nicht alles ist. So, von hier unten komme ich. Jetzt ging es da noch weiter. Warte, ich guck mal kurz. Ja, es geht noch weiter. Oh ja, es geht noch weiter. Ja. Aber das sehen wir uns dann für nächstes Mal auf. Ich glaube, heute machen wir erstmal das mit diesen 12,6 Squabben und das nächste Mal machen wir hier das mit dem Cave erkunden. Ja, machen wir. So machen wir das. Das ist eine ziemlich sinnvolle Idee. Finde ich jetzt so. Meiner Meinung nach. Meine Meinung zählt in diesem Let's Play, weil ich spiele ja. Ihr müsst das ja ertragen, was ich hier mache. Eisen. Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. So. Wieder runter, warte. So. Na, na. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich schon wieder ein neues Update? Weil wir haben ja Freitag gehabt. Morgen ist schon wieder Freitag, also ich nehme jetzt donnerstags auf. Die Woche davor das Update, ich habe nicht geupdatet. Ich weiß nicht, ob es schon wieder ein Update gab. Ich habe keine Ahnung. Normal sollen ja eigentlich Freitags-Updates kommen, aber ob die so regelmäßig kommen, weiß ich ja gar nicht. Höre ich mich gar nicht so um. Außerdem update ich so selten wie möglich, damit ich nicht andauernd die neuen Mods und so reinjagen muss, weil es kotzt ja nach einer Zeit an, dass man die ganzen Mods immer wieder neu installieren muss, dass sie nicht übernommen werden in die nächste nächste Version. Das ist bisher der einzige Schwachpunkt an Minecraft, der mich bisher extremstens aufregt. Das ist das Einzige, was mich bisher aufregt am Spiel, dass die Mods eben noch nicht so toll sind. Aber er arbeitet, so wie ich gehört habe, arbeitet Notch hier an irgendwas, damit Mods leichter zu installieren sind. Also, dass Modder weniger Probleme damit kriegen. Was ja recht sinnvoll ist, weil es eine riesige Mod-Community langsam, so langsam sich gebildet hat für Minecraft. Auch schon wieder Eisen. Ja, ich baue das gar nicht mehr so ab, weil ich habe Schiss, dass hier Lava drunter ist. Verdammt nochmal. Aber das ist Eisen, nennt man das. Ihr seht auf jeden Fall, es gibt hier viel, einiges mehr an Rohstoffen. Ich habe ja jetzt schon scheiße viel Eisen gefunden, ey. Zwar Diamant haben wir noch nicht so viel, aber verhältnismäßig eigentlich sagen wir mal viel. Warte mal, auf der Höhe habe ich gegraben, ne?
Zack, zack, zack. Verhältnismäßig viel gibt es hier schon an Rohstoffen. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Steinspitzhacke auch kaputt und statt jetzt hier wieder mit der Steinspitzhacke durchzugraben, weil das so scheiße lange dauert. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich? Oh, 30 Eisen, 4 Gold, 5 Diamanten. Ja, das ist gut. Da können wir uns aus den Diamanten erstmal eine Spitzhacke machen. Das sind 3 weg. Blub. Und eine Schippe machen wir uns. Ja. Das sind die beiden Sachen, die wir uns für diese Operation hier unten noch weiter brauchen werden. Hallo? So, jetzt. Ich weiß, diese Folgen könnten jetzt etwas langweilig gewesen sein. Tut mir